glaube, das war's, ne? Mehr haben wir hier, glaube ich, nicht. Guck hier nochmal eben hin. Guten Tag. Ah, Futter. Dankeschön. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Bleibt mal hier schmeich, Freunde. Flieg, Freundin. Ich tu euch nichts. Ihr seid alles Zivilitisten. So, da ist noch was. Hallo, 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 Vogelpeilung. Jetzt Vogelpeilung. Manchmal reagiert der Geier nicht. Das ist irgendwo da hinten. Da drüben ist auch noch was. Sonst haben wir nichts weiter. Da ist noch ein bisschen Eisen. Aber zu vernachlässigen. So, der ist in der Nähe. Aber hier ist so viel in der Nähe. Da ist auch noch was. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Das ist alles so viel. Uff. Auf alle Fälle ist da noch was. Jetzt müssen wir erst wieder runter zum Boot. Guten Tag, wir können abreisen, Freunde. Wir haben es erledigt. Ich glaube, das Horn bringt, glaube ich, nur was, wenn ich mit meinen Kameraden irgendwo anlege, in einem Misstrauensgebiet bin, das, sage ich mal, auskundschafte. Und die dann, wenn ich dann das Horn betätige, dann kommen die, glaube ich, dazu, ne? Aber dafür müssen die, glaube ich, mit quasi am Anleger sein. So, warte, da gehe ich gleich hin. Erst nehme ich den hier noch mit. Das brauche ich nicht. Ich muss mal meinen Essensbeutel erweitern. So langsam. Mal wieder ein bisschen. Und meinen Köcher vielleicht auch noch. So. Da ist noch irgendwo. Tack. Das braucht ihr eh nicht mehr. Weg mit der Tür. So, dann haben wir nichts mehr. Dann lass mal schnell auf der Karte gucken. Ich meine, wenn wir gerade in der Nähe sind. Den habe ich jetzt gerade markiert. Da könnten wir rein theoretisch rüber. Hier ist ein Seekämpfer-Steck. Können wir auch noch, was das bringen soll. Oh. Klostermusik. Aha. Hier ist auch noch was. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal eine Rückreise, oder? Wir bauen erstmal das Dörfelein weiter auf. Den ganzen anderen Kram, den holen wir uns später. Wir kommen einfach eh nochmal vorbei. Vielleicht können wir die Kloster irgendwann nochmal ausplündern. Weil ansonsten wären ja Ressourcen begrenzt, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass die ihre Klüsterleine wieder aufbauen, nachdem wir sie auseinandergenommen haben. So, was, wo ist denn die Alte mit dem Schiff hier? Was ist das? Was hat er hier zu vermelden? Wer bist du denn? Was tust du hier noch gleich? Wenn du etwas mit deinen Kämpfern klären willst, komm zu mir. Ich bereite sie für dich vor und halte sie kampfbereit. Du musst ein Kriegerlager bauen. Ansonsten werden unsere Kämpfer weich. Und das können wir nicht zulassen. Oh, alles klar. Ich muss los. Bis bald. Dann mache ich mal ein Kriegerlager hier, wa? Müsste ja das hier sein. Jawohl. Hier hilft dir Aedis dabei, deinen eigenen Jomsvikinger auszubilden, die Jomsvikinger anderer Spieler anzuwerben und deine Besatzung zu verwalten. Was für ein Gerät? 2400. Oh, alles klar. So, wir sind, glaube ich, ein wenig gewachsen. Stufe 2, Bekanntheit erhöht. Hrefner Torp. Oha, Fischerhütte, Jagdhütte. Tätowierwerkstatt. Fischer und Jagdhütte wäre doch gut. Jetzt können wir mehr Krieger anwerben und die gefährlichste Mannschaft zusammenstellen, die es je auf Englerlands Flüssen gab. Unsere Krieger haben nun einen Ort, um zu üben und auszuruhen. Eine stattliche Unterkunft. Wenn das bekannt wird, sollte es viele Jomsvikinger anlocken, die mit uns kämpfen. Da fällt mir ein paar deiner Krieger scharren schon mit den Hufen, dass du einen Stellvertreter wählst. Du solltest dich entscheiden.
Was? Jomswikinger. Ion. Der Helmspalter. Aussehen ändern. Ausrüstung. Was? Was? Was zuweisen? Wohin zuweisen? Ein Stellvertreter. Ah, wir nehmen natürlich eine. Guck mal, die Frau ist auch viel größer als er. Berserker-Kapuze. Aha. Rabenklarmantel. Okay, ich kann dem meine Ausrüstung geben. Aber der hat keine Werte, oder? Wenn es mein Stellvertreter ist, dann soll er mal ruhig. Okay. Ja, du kannst die Bärenklaue haben. Das Bärenschild. Berserkerhose. Berserkerarmschienen. Und Mütze. Mein Stellvertreter sieht einfach aus wie ich. Wobei, Lift die Eroberin. Wobei, finde ich nicht unbedingt gut, wenn die so aussieht wie ich. Bin ich ja ehrlich. Übliche Verkleidung. Hier, warte, die kriegt die Rabenklan-Rüstung, ja? Hatte sie, glaube ich, eh schon angehabt, gerade. Warte, warte, warte. Hier, die Mütze, den Berserker haben, kann sie gerne aufbehalten. Aber ansonsten kriegt sie das und. Nee, das war doof. So mit zwei Schilden kämpfen ist irgendwie dämlich. Oh, wir haben zwei Eisensterne. Oh, nice. Ich müsste mal wieder meine Ausrüstung überprüfen. Unbewaffnet. Was gebe ich ihr denn? Ein Speer? Boah, wenn die mit zwei. Ich könnte eigentlich auch mal versuchen, mit beiden Eisenstern zu kämpfen. Komm, hier, sie kriegt den Speer. Wobei, nee, der Speer ist zweihändig, ne? Eigentlich. Und ein Drachenschild. Zuweisen. Jungswikinger speichern. Bist du sicher, dass du diesen Menü verlassen willst? Du kannst das einmal ausgewählte Geschlecht und Aussehen deines Jungswikingers nicht mehr ändern. Ja, mach mal. Keine Ahnung, was es bringt. Ich weiß auch nicht, was die für einen Auftrag haben, ehrlich gesagt. Das Spiel sagt mir ja nichts. Wie immer. Also hier. Nimm mich, Eivor. Unsere Siege werden selbst die Götter staunen lassen. Ragnar, die Griesgrämige, sprach mit einer männlichen Stimme. Ragnar hat von deinen Erfolgen gehört und wäre geehrt, sich deinem Clan anschließen zu dürfen. Jungswikinger sind ehrbare Krieger, die einem strengen Verhaltenskodex folgen und ihr Leben dem Kampf verschrieben haben. Sie kämpfen an deiner Seite, solange du sie bezahlen kannst. Von Hightower 9197. Ja, fuck you, Alter. Ich stehe bereit, wenn du mich brauchst. Ja, Alter. Ja, danke. Ich verzichte. Lass mich mal gucken. Hä? Ich dachte, wir haben zwei davon. Stimmt ja gar nicht. Können wir überhaupt irgendwelche Waffen doppelt haben? Knochenbeißer, Warensachs, Bärenklaue, Plünderaxt. Ich hätte gern zwei Dolche, wenn es keine Umstände macht. Ich würde gerne mit zwei Dolchen kämpfen oder mit zwei Eisensternen. Das würde auch gehen. Aber zwei Dolche wären mir schon ganz lieb. Okay, und was jetzt? Rufe meine. Ich will meine Mannschaft verwalten. Ja, hier. Ich möchte meine Krieger neu aufstellen. Treffner, Plünderer, 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 Plünderer. Hermond. Jungs, Wikinger angeheuert. 0 von 100. Ah, die kosten ja Geld. Das ist ja doof. Will ich ja nicht. Gut, dann ist hier erstmal egal. Du bist versorgt? Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat.
rufe meine Jungs, Wikinger. Also gut, hol mir meinen Hauptmann. Ah, okay. Danke. Wir sehen uns bald wieder. Wenn der da drüben mich gleich aufhört rumzuklopfen, dann gehe ich mal zu dem rüber und klopfe dem mal ein paar aufs Maul. Der ist echt lästig, der Typ. So. Hast du Lust auf eine Runde Erlök? Ja, na klar. Für Erlök ist immer Zeit. Wollte ich gerade sagen. Wir haben schon lange nicht mehr gewürfelt. Wird mal wieder Zeit. Lass uns spielen. Keine Umschweife. Möge die glücklichere Hand gewinnen. Also meine. Wir können uns ja jetzt sogar wieder belieben. Müssen nur auswählen. So, wir können 3 Stück nehmen. So. Kopf oder Zahl? Jetzt nehme ich Kopf. Hey, ich darf mal anfangen. Ich hoffe, das ist jetzt kein böses Omen. Ja, dann Würfel mal. Würfelseiten. Was? Ja, weiß ich doch. Boah, ist das hell. Alter. Okay, einmal Schaden, einmal Schutz und nochmal Schutz. Und dann weiter geht's. Alter, er würfelt direkt 4 davon. Pisser. Okay, den Schaden, den ich anrichte, er klaut mir einen. Ich bin einmal geschützt, er ist einmal geschützt. Oh, er hat auch 3. Und 3 mal mit der Axt auf die Schnauze. Ja. Ne, ich will lieber nochmal würfeln. Er auch anscheinend. Ja, das geht. Das geht. Ah, er klaut mir 2 Siegel, ne? Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir 3. Heilen brauchen wir nicht. Wir kriegen nämlich keinen Schaden. Und Segnung wird auch nichts. Also machen wir so weiter. Brauchen wir nicht. Hat alles keinen Sinn. Die Farben sind hier ganz anders jetzt, ne? Sieht schon nice aus. So, er hat mir 2 geklaut. Herzlichen Glückwunsch. Kleiner Pisser. Oh, du kleine Drecksau. Einen hat er gewonnen. Okay. Einmal keulisch. Wow. Nimm den. Mach weiter. Und nein, I wanna not become famous, you fucking motherfucker. Immer diese Twitch-Kommentare im Chat immer. I wanna become famous by followers. Fuck you, man. Oh toll, er klaut ein Siegel und ich klau auch eins. Toll. Hey. Uff, okay, er hat einen Pfeilschutz. Er macht bisher keinen Damage, ne? Ich nehme einmal den. Und einmal den. Dann darf ich noch einmal. Oha. Jetzt brauche ich eigentlich Safeheit, ne? Ja, das geht. Okay, ich klaue ihm 2. Das ist gut. Das heißt, wir haben jetzt 3, 4, 5, 6. Haben wir 7, 8, 7. Das heißt, wir können ihm. Wir haben 7. Das heißt, wir können 2 Schaden machen. Oder wir nehmen ihm 2 Verteidigungshelme. Das bringt aber nicht viel. Oh, er macht aber auch ein bisschen Damage. Ne, dann gehe ich lieber auf Schaden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und einen, der wieder weg macht, 7. Ja. Also. Mache ich 4. Die 8 bringt eh nichts. Autsch. Autsch. Geblockt. Geblockt. 2 rein. Er mobst ein. Ich mobs 2 zurück. Und dann kriegt er ein paar auf den Sack. Alter, hat er viele Siegel. Okay. Vielleicht dann als nächstes mal ein bisschen Heilung anstreben. Das war Schiebung. Okay, klauen und dann abwarten.
Das sollte reichen. Okay. Er macht einen Schaden bis jetzt und blockt einen Pfeil. Ne, warte ich noch. Das war klar. Er hat irgendwie mehr Glück hier, ne? Ich würfel kaum Siegel, Alter. Aber ey, ich klau ihm drei, das ist gut. Er macht mir keinen. So, was haben wir denn hier? 3, 4. Kann doch da mal wegblenden, das ist echt nervig. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haben wir. Wir haben jetzt erst 2 Leben verloren. Wir könnten 4 machen. 2 Gesundheit heilen. Ich kann, glaube ich, nur eine auswählen, ne? Ich mache 5 Schaden. Oh, er auch. Thors Schlag. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Scheiße. War vielleicht nicht so schlau. Das wird die tun. Okay. Und. Schon. Jetzt sind wir schon wieder gleich auf. Fabulös. Ah, er hat gar nichts. Einmal Block, einmal Pfeil und dann so. Ja. Okay, also er blockt einen Pfeil, dann klaue ich mir einen. Vielleicht reicht es ja mit Glück. Oha. Oh, das wird wehtun, ne? Ja, das wird richtig wehtun. Oh, scheiße. 1, 2, 3, 4. Macht 4 Schaden bei mir. Hat aber nur 4 Siegel. Oh. 1, 2, 3, 4. Da habe ich noch 2 über. Er hat noch 2, 4, 6. Da mache ich dann 1 und 2. 2 Schaden. Dann kann ich noch 1, 2, 3, 4 Siegel. 2 Schaden und 2 Schaden macht 4 Schaden und werden immer noch welche über. Oder ich heal mich mit 2. Ich glaube, ich heal mich lieber. Finde ich, glaube ich, besser. Du bist fast besiegt. Ein ja. Für alle Mal. Dann warten wir es erstmal ab, ne? Ich heal mich erstmal und dann ist wieder Gleichstand. Gut, ne? Junge, Junge, Kopf an Kopf rennen hier, oder? Leck mich am Arsch. Die Runde entscheidet jetzt für sich sicherlich. Ein Block, ein davon. Ich mache ihm jetzt einfach 3 Schaden in den Hals und hoffe, dass es jetzt sich auszahlt. Ah. Nicht gut. Ich glaube, ich verliere. Kann auch den nehmen. Ja. Und er würfelt nochmal. Ja, ja, er haut jetzt voll auf die Kacke, ne? Scheiße. 1, 2. Macht 2 Schaden. 1, 2, 3. Hab dann 4 Siegel. Und er macht. Aktuell 1 Schaden. Also 2 Schaden und nochmal 2 mit dem Siegel. Ich hoffe, meine ist zuerst dran, ne? Wäre doof, wenn nicht. Die Runde geht an mich. Gib einfach auf. Ja, warte ab. Zack. Ja, er macht einen Schaden noch. Jetzt ist halt die Frage, welche Segnung kommt zuerst, ne? Ja, aber ich glaube, er hat keine ausgewählt. Was? Nur 3? Nein! Habe ich mich verzählt? Anscheinend habe ich mich verzählt. Das ist nicht so gut. Okay, einmal blocken, einmal zurückmopsen. Der macht gar nichts. Ich hau auch nochmal lieber so. Noch ein Mopsen. Noch ein Blocken.
Ja, komm, was soll's. Ruf da. Risiko. 2-1 Risiko. Mehr als nicht gut gehen kann es ja nicht. So, er macht jetzt. Achso, Göttersegen. So, wir haben jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben 6 Siegel. Wir könnten uns notfalls heilen. Er hat keine Blocks. Nur ein Pfeilblock. Er macht einen Schaden. Ich mache einen Schaden. Oh ja, ich muss. Oh nein, er macht zweimal ignorieren. Scheiße. Das heißt, ich bin tot, ne? Das war's. Die beiden werden aufgelöst. Und das war's. Es war spannend bis zum Schluss. Puh. Du wirst doch nicht abhauen und dich in deiner Niederlage suhlen. Komm, spielen wir nochmal. Ja, komm. Von vorn. Wir spielen noch einmal. Eine Revanche. Eine Revanche. Komm, wir machen einmal. Das Spiel ist ja doch ganz lustig eigentlich. Ich nehme wieder Kopf. Siehst du mal, ich gewinne den Münzwurf und verliere das Spiel. Vorher habe ich immer den Münzwurf verloren oder das Spiel gewonnen. War aber knapp. War knapp, muss man sagen. So, Pfeil, Pfeil, einmal Siegelmops und einmal so. Ah, er mobst zurück. Nicht schlecht. Scheiße. Lohnt sich noch nicht. Ich glaube, ich setze auch zu viel auf Segnungsschaden, ne? Habe ich so das Gefühl. Ja, er blockt auch fast alles. Ja, er blockt zwei Angriffe. Ich block einen Angriff. Also wir machen beide einen Damage. So, Siegel nehme ich 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3. Also keine Siegel. Mit 3 können wir nichts machen. Den kann ich aus irgendeinem Grund nicht aufnehmen. Priorität 7, 4, 6. Also kann ich auch nichts machen. Kann ich nur so draufhauen. Er hat natürlich viel Glück, ne? Weil er 2 Siegel mopsen darf. Und auch dadurch auch noch durch die Siegelmopsung auch noch 2 Siegel dazu bekommen. Also die Hände mit Goldumrandung haben natürlich doppelten Siegelwert. Schwierig. Aber er hat keine Segnung ausgewählt. Finde ich gar nicht so blöd, ne? Ein bisschen Siegel sammeln und nicht immer gleich alles verbuttern. Wäre eigentlich auch sinnvoll. Ah, siehst du mal hier. Mops zurück jetzt hier. So. Noch ein Mops und 1, 2, 3, 4. Ja, auch noch ein Mops. Ich mops erstmal. Ich sammle jetzt Siegel. Ich bin der Siegelsammler. Er mops nur einen zurück. Da passt schon. Siehst du wohl. So, er macht 2 Schaden. Ich mache gar keinen Schaden. So, wir hätten jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 11 Siegel. Ah, Mist. 11 Siegel. Ich könnte ihm. Das bringt mir nichts. 6 Gesundheit heilen bringt mir auch nichts. Dann mache ich erstmal weiter. Dann sammle ich einfach ein bisschen. Er macht jetzt ein bisschen Damage. Macht aber nichts. Wir können uns notfalls können wir uns heilen. Das passt schon. Also einen heftigen Todesstoß müssten wir ihm geben, ne? Ah, Mist, ich hab Mobshand vergessen. Schiete. Oh, er zieht gleich 2. Hat aber keinen im Angriff. Macht also nichts. Hat auch keinen Verteidigung. Bis jetzt. Jetzt hat er eine Verteidigung. Das boah, willst du mich verarschen? Jetzt klaut er mal. Jetzt klaut er die ganzen Siegel wieder zurück, dieser Spast, ey. Manu, sei doch nicht so. So, wir haben 11, 12, 13, 14, 15. Minus 3 sind dann 3, 12. Haben wir 12. So, wir machen jetzt einen Schaden.
Er hat 15, 14 Punkte. Ich habe 15, 12. 3 fehlen mir. Wir können jetzt 8 Schaden verursachen. Würde ich auch glatt mal machen. Ich hau jetzt erstmal drauf. Weiß gar nicht, er hat da irgendeine andere Figur noch, ne? Er hat aber auch keinen Segen ausgewählt, aber wahrscheinlich gleich, ne? Er hat da übelst viel. Was machst du jetzt? Nicht schlecht. Einen kleinen Vorsprung hat der Heilung nie, ne? Nicht schlecht. Ja, er geht jetzt, er muss jetzt. Hä, wieso behält er denn seine ganzen Sieglinge? Okay, Block, Klau, zack, zack. Und einen Schaden kann ich wohl einstecken. Verkraft ich wohl. Aber er hat fleißig Siegel gesammelt. Oha. Jetzt, oha. Jetzt will er es wissen, wa? So. Ja, na sicher. Willst du mich verarschen? Was ist das? Wie scheiße ist das denn programmiert jetzt? Ach komm, Alter. Also, ich habe schon ein paar Würfelspiele, haben wir jetzt ja gemacht. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Also ich habe einen himmelweiten Vorsprung und er haut einfach mal 2, 4, 6 Äxte aus der Tasche. Willst du mich verarschen oder was? Na gut, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6 Siegel, 7, 8 Siegel. Reicht für einen 5er Angriff. Ja, das müsste eigentlich lang. Und er macht 8 Schaden, okay. 1, 4, 2, 4, 6, 8. Oh nein, er haut mir genau einen drauf, ne? Jetzt kommt halt drauf an. Bin ich zuerst? Er ist zuerst dran, ne? Fuck you. Dein Ach, das... Ende ist gekommen. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Nochmal? Noch eine Runde. Will er mich verarschen? Fuck you, Mann. Nur weil er zuerst dran war? Fick dich, den hätte ich doch locker besiegt. Ha! Okay, letzter Versuch. Aber ganz ehrlich, oh, was war das denn bitte? Komm schon, das war doch nix, Junge. Alter, wie kann... Also das war ja, also, sorry, aber das war ja echt scheiße programmiert jetzt, oder nicht? Da kannst du mir erzählen, was du willst. Er blockt einfach alles weg hier, ey. Ich habe keine Axt. Ich kann auch sonst nichts machen. Segen. 5 Siegel. Ja, komm, hau weg. Er macht keinen Schaden, ich aber auch nicht. Oh, ich klaue sogar noch einen. Oh, da passt schon. Alter, kannst du mir doch nicht erzählen, Alter. Was war das denn gerade, bitte? Am Arsch, die Waldfee, Junge. Und zwar die ganze. Das ist halt ein übelsten Vorsprung. So, der hat 15, ne? Ich habe 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Siegel. Ich müsste quasi 8 und dann nochmal so 6 Schaden machen, ne? Also, das war, also, so, aber da haben wir jetzt richtig gemerkt. Was war das denn bitte? Ja, das kannst du mir doch nicht erzählen. Das für ein Scheiß hier. Pfeil ist geblockt, dann passt das. Ah, noch ein Pfeil. Okay, dreimal mit der Axt drauf. Ach, nur eine. Schade, schade. So, wir haben, was habe ich gesagt? 7, 8, 9. 10 Siegel haben wir dann. 10 Siegel, er macht einen Schaden, ich mache einen Schaden. Das reicht mir erstmal. Und beide fleißig am Sammeln hier. Junge, Junge, Junge.